Ich baue einen GPU-Miner, um Kryptocoin zu minen. Und wie ich das Gehäuse konstruiert habe, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bei dem Material fürs Gehäuse habe ich mich für Aluminium entschieden, da es sehr stabil ist und sich aber trotzdem gut verarbeiten lässt. Das Ganze habe ich auf eBay gekauft für insgesamt 10 Euro. Das wären 4,5 Meter L-Profil, 1 Meter Flachstange und 1 Meter U-Profil. Das wären alle Teile fürs Gehäuse, mehr brauche ich nicht. Und ja, im Baumarkt war es deutlich teurer, aber auf eBay wie gesagt nur 10 Euro plus Versand, kann man echt nicht meckern. Nachdem ich das Aluminium erhalten hatte, habe ich das Ganze dann vermessen und dann angezeichnet, wo ich schneiden muss. Dann habe ich mit einer Bügelsäge für Metall das Ganze zersägt. Das hat relativ lang gedauert, weil das Aluminium sehr hart war, was zwar ganz gut ist, damit es auch stabil ist, aber es hat halt schon einiges an Zeit gekostet. Fertig zugeschnitten hatte ich dann 4x50 cm L-Profil, 4x25 cm L-Profil und 4x35 cm L-Profil. Das wäre dann einmal die Breite, die Höhe und die Tiefe. Im zweiten Schritt habe ich erstmal die Löcher angezeichnet, die ich später für die Nieten brauche. Die habe ich dann mit einem HSS-Bohrer und einer Ackerbohrmaschine ausgebohrt. Der Bohrer hat einen Durchmesser von 4 mm, weil die Nieten auch 4 mm Durchmesser haben. Als ich das Ganze dann fertig hatte, habe ich natürlich die Teile zusammengenietet, damit ich dann den Rahmen habe. Pro Ecke konnte ich nur 2 anstatt 3 Nieten nehmen, weil die innen zu wenig Platz hatten. Bedeutet, die Löcher waren zu nah aneinander. Aber auch 2 Nieten sollten ganz locker reichen, um das Ganze stabil zu halten. Da die Grafikkarten relativ schwer sind, brauchen diese eine Stütze. Und diese habe ich auch aus Aluminium gebaut. Dafür habe ich von dem L-Profil, was noch übrig war, jeweils kleine Winkel mir rausgeschnitten. Dann habe ich 12 cm Flachprofil für jede Seite mir genommen, damit das ein bisschen runterkommt, damit die Grafikkarte darauf aufliegen kann. Und als Stütze selber, die dann über die ganze Breite des Gehäuses geht, habe ich dann ein Stück U-Profil genommen, also 50 cm. Da habe ich natürlich dann auch Löcher reingemacht, wie auch schon vorher, um das Ganze dann zusammenzunieten. Das soll dann später halt die GPU stützen, damit diese nicht runterhängen oder vielleicht auch abbrechen, da so eine GPU locker 1 Kilo wiegen kann und das hält halt hinten diese kleine Slotblende einfach nicht aus. Zu guter Letzt habe ich dann noch Löcher in das hinten oben liegende L-Profil gebohrt. Daran werden dann später die GPUs mit dem Slotblech und zwei Schrauben festgeschraubt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniere mich, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, bis zum nächsten Video. Yeah.